Vor der nächsten Geschichte, meine Damen und Herren, brauche ich eine kleine Information von Ihnen. Eine ehrliche. Ich müsste wissen, meine Damen und Herren, wer von Ihnen im Augenblick verliebt ist. Diejenige oder derjenige, oder so viele es auch sein mögen, mögen jetzt bitte die rechte oder linke Hand heben. Doch? Mhm. Doch einige? Mhm. Sehr schön, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich müsste auch noch wissen, wer vor, sagen wir, bis vor 3 Wochen verliebt war. Ja, da auch noch einige, ja. Doch, ja, schön, sehr gut, vielen Dank, wer von Ihnen hat vor, sich in den, sagen wir, nächsten 3 Wochen zu verlieben? Da, ja, gut, sehr schön, doch, ganze Menge. Meine Damen und Herren, all jene, die jetzt bei diesen 3 Fragen den Arm gehoben haben, die bitte ich, bei der nächsten Geschichte nicht zuzuhören. Das ist wirklich nichts für Sie. Ja, einfach denken Sie an irgendwas anderes. Denken Sie an oder irgendwas ins Ohr stecken oder irgendwas. Aber nicht zuhören am besten, nicht zuhören. Ich möchte Ihnen nämlich eine kleine Fabel erzählen. Und zwar, die Fabel handelt von einem Tonkrug und einem Kupferkessel. Die beiden, so wird berichtet, die beiden lebten miteinander in einer Bauersküche. Und sie arbeiteten täglich miteinander. Und so über die Zeit, über die Arbeit, über das Tägliche, da lernten sie sich richtig gut kennen. Sie lernten sich wertschätzen. Sie lernten sich ergänzen, ja, manche behaupten, sie lernten sich lieben. Der Kupferkessel bewunderte den Tonkrug, denn in den Tonkrug, da blieben Flüssigkeiten kühl, wie zum Beispiel der Most für die Bauersleute, den sie beim Heuarbeiten tranken, aus dem Tonkrug heraus. Der Tonkrug aber, der fand den Kupferkessel toll, er bewunderte ihn, denn in dem Kupferkessel konnte man Flüssigkeiten heiß machen, so zum Beispiel die Milch für die Bauerskinder, die sie abends tranken, vorm Schlafengehen, dass ihr Schlaf tief und ihre Träume süß seien. Eines Tages sagte der Kupferkessel zum Tonkrug: Tonkrug! Tonkrug, ist dir schon was aufgefallen? Ich meine, uns beide betreffen? Nicht? Ist dir noch nicht aufgefallen, dass etwas, was ich kann, kannst du nicht, und was du kannst, erlerne ich mehr Lebtag nimmer? Ist dir nicht aufgefallen, dass wenn wir beide uns zusammentun würden, wenn wir beide das, was wir können, weißt du, so zusammen, und wenn wir dann, wir könnten, weißt du, alle Abenteuer erleben, wir könnten alles bestehen, wir beide miteinander, wir sind unschlagbar. Der Tonkrug wusste erst nicht, was er mit dieser verworrenen Liebeserklärung anzufangen hatte. Aber die Worte blieben nicht unerhört. Und so schmiedeten die beiden einen Ausbruchsplan aus der Küche. Eines Morgens, im Haus war noch alles still, da stiegen sie aus ihren Gestellen heraus, schlichen durch die Küche, in den Flur, doch da, die Haustür war verschlossen. Geh zur Seite, Tonkrug, sagte der Kupferkessel, nahm Anlauf und warf sich mit voller Kraft 3-mal gegen die Haustür, und beim 3. Mal sprang dieselbe auf. Sie trippelten über den Hof, schlüpften unter dem Gatter hindurch in die Freiheit. In dem Augenblick ging die Sonne auf. Tonkrug, schau, die Sonne geht auf. Das ist ein gutes Zeichen. Du, wir gehen ihr entgegen. Das ist gut. Komm, Tonkrug, häng dich bei mir ein, ganz nah, und dann lass uns da gehen. Du wirst sehen, unser Leben wird schön, wir werden alles, wir sind miteinander, weißt du, miteinander. Der Tonkrug hängte sich beim Kupferkessel an, ein,
Und sie gingen los und nach 100 Schritten zerbarste der Tonkrug in 1000 Scherben. Weil bei jedem Schritt schlug der Kupferkessel einmal gegen den Tonkrug. Und das hat er natürlich nicht ausgehalten. Die Alten sagen, dass selbst wenn man sich gut versteht, wenn man sich gut ergänzt, ja selbst wenn man sich liebt, man kann von so unterschiedlicher Natur sein, dass man für eine lange gemeinsame Reise nicht geschaffen ist. Aber jetzt kommt das Ende für die Verliebten, für die, die aufgezeigt haben. Die Alten sagen nämlich auch, wenn man ganz genau zusammenpasst, wenn die Natur so ganz gut zusammenpasst, dann kann man hinausgehen in die Welt, dann soll man sich einhängen, dann soll man nicht feige sein, dann soll man Mut zeigen, hinausgehen in die Welt. Man wird alle Abenteuer bestehen.